Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, wie ihr gemerkt habt, gab es unter der Woche kein weiteres Video, weil es mir leider ja nicht wirklich gut ging. Ja, ich habe es ja schon in der letzten Bücherwoche gesagt, ich hatte einen eingeklemmten Nerv und hatte den jetzt auch in dieser Woche noch. Und es war gerade Dienstag, Mittwoch nochmal relativ schlimm, wo man wirklich... ja, ständig das Gefühl hat, es zerspringt irgendwas im Rücken und ich habe dann andere Tabletten bekommen. Ich habe ein paar Übungen mir zeigen lassen und ich habe auch eine andere Art von Therapie bekommen. Und das hat relativ gut dann angeschlagen und man muss natürlich diese Entzündung auch erstmal wegbekommen, bevor es einem dann gut geht. Heute geht es mir wirklich relativ gut, auch gestern schon. Ich habe halt gemerkt, spazieren gehen und lockern und Wärme sind wirklich was ganz, ganz Tolles bei Rückenschmerzen. Und das hat mir auch wirklich sehr geholfen. Also da, und auch meine Faszienrolle, die ich schon Jahre zu Hause habe, irgendwann gedacht habe, brauchst du eigentlich nie wieder, weil, bringt eh nicht viel. Also war so mein Gefühl. Ich muss sagen, die hat mir am Rücken wirklich sehr gut getan. Gerade man verwendet die am Boden und ich fand die wirklich sehr angenehm und dass die wirklich so die Verspannungen und auch was sich da verkrampft hat, dann wirklich gut gelöst hat. Und es geht mir besser, es geht mir gut. Ich werde hoffentlich Montag auch wieder ins Büro gehen und ich war jetzt 2 Wochen auch zu Hause und es ist halt nicht wie Urlaub, das muss man wirklich so sagen. Man ist nicht total entspannt. Klar hat man Zeit zum Lesen, zum Seriengucken, zum Film schauen, aber manchmal hat man da auch irgendwie dann gar keine Lust mehr dazu, weil einem alles wehtut, weil man nicht richtig sitzen kann, nicht richtig liegen kann, im Grunde stehen und laufen am besten. Aber das kann man ja auch keine 20 Stunden machen. Und es ist halt so diese Grundstimmung, die einem, die es nicht so gut macht. Deswegen sitze ich auch heute nochmal hier. Ich weiß, es hat vielen letzte Woche gefallen, aber ich bevorzuge tatsächlich eigentlich eher den Schneidersitz vor meinem anderen Bücherregal, weil ich tatsächlich den Schneidersitz sehr bequem finde und klappt aber noch nicht. Also ich habe das schon ausprobiert. Also es muss definitiv noch so ein bisschen gammelig, kuschelig sein und das soweit zum Gesundheitsstand. Sonst ist soweit aber alles mehr oder weniger okay. Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass es nur noch 4 Wochen bis Weihnachten ist, dass nächste Woche bereits der erste Advent ist, wobei er ja eigentlich relativ spät ist, dadurch, dass ja der 4. Advent dieses Jahr direkt auf Weihnachten fällt, also auf den Sonntag. Und es ja auch einen Booktuber-Adventskalender gibt, bei dem ich dabei bin. Das werdet ihr, denke ich, jetzt auch im Laufe der Woche auf jeden Fall auf Facebook sehen. Da werde ich spätestens natürlich am 1. Dezember dann das erste Türchen teilen, dass ihr da dann auch seht, wo ihr so hin müsst. Ich bin, glaube ich, das Türchen am 7., also erst die darauffolgende Woche. Und guckt da auf jeden Fall mal bei allen, die mitmachen, auch vorbei. Lesetechnisch habe ich 2 Bücher beendet und bei 2 Büchern bin ich so in etwa bei der Hälfte. Denn das Leseklubbuch hat diese Woche auch begonnen, die unendliche Geschichte. Und da ich dann 50 Seiten am Tag ein bisschen wenig finde, habe ich daneben immer parallel noch etwas gelesen. Und das eine Schätzchen von den Büchern kann ich jetzt sogar komplett in die Kamera halten, aber das zeige ich euch dann einfach später. Ich habe einen Film geguckt und ich habe ein bisschen Serie geguckt, aber nichts Neues. Ich habe Sex in the City geschaut. Ja, ich wollte was Leichtes und was zum Lachen und dafür war das ganz gut. Aber ich denke, wir starten erstmal mit den Büchern der Woche. Und zwar habe ich den 4. Talon-Teil von Chuli Kagawa, Drachenblut, gelesen. Habe ja lang genug auf den 4. gewartet. 1, 2, 3 waren ja, glaube ich, innerhalb von einem Jahr da. Und Teil 4 hat jetzt, glaube ich, auch tatsächlich ein Jahr gedauert. Und ein geiles Cover und dann natürlich was zur Story. Dann ist ganz frisch erschienen Auf der Suche nach Glück in New York City von Jackie Fellgut. Aktuell auch zum Einführungspreis von 1,99 € das E-Book. Das Buch durfte ich vorab lesen, um es dann auch heute im Grunde vorstellen zu können und auch ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Und wir mussten ja lange, ich glaube seit März, auf das Buch warten von Jackie und jetzt ist es endlich da. Dann, wie schon gesagt, im Leseklub lesen wir die unendliche Geschichte von Michael Ende. Und wir sind da jetzt, glaube ich, so ein bisschen über der Hälfte, wenn ich mich nicht irre.
ja, die unendliche Geschichte. Und dann habe ich auch schon ein bisschen mehr als die Hälfte in einem absoluten Wälzer. Und zwar, ja, das neue Buch von Stephen King, was er zusammen mit seinem Sohn Owen geschrieben hat, Sleeping Beauties. Jetzt werdet ihr euch wundern, hä? Hat sie da nicht das Hörbuch gehört? Ja. Und hat sie dann nicht das E-Book gelesen? Auch ja. Und jetzt halte ich auch noch das Hardcover in der Hand, die Dreieinigkeit sozusagen. Und wie und was und warum und ja, wo ich bin und wie es mir gefällt, das natürlich später. Aber es ist optisch wirklich wunderschön. Ja, ich werde es ein bisschen so machen wie letzte Woche und die Bücher, auch wenn ich sie im Hardcover hier habe, einblenden. Einfach weil das natürlich so vom Sitzen und so ein bisschen einfacher ist und man nicht gleich wieder das Kräftende sozusagen hier irgendwie ausadert. Dementsprechend werde ich jetzt einfach die Buchcover wie bei E-Books auch einfach einblenden. Und wir beginnen mit Talon, Drachenblut von Julie Kagawa. Es ist der vierte Teil einer wohl fünfteiligen Reihe. Ganz zu Beginn ist man davon ausgegangen, dass es eine Trilogie wird, aber es sind jetzt wohl fünf Teile gedacht, wobei es tatsächlich auch aus dem Englischen vier Teile gibt. Da müssen wir einfach mal gucken, wie es weitergehen wird. Es ist Ende September im Heine Fliegt Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet in der gebundenen Ausgabe 17 Euro, als E-Book 14 Euro und hat 500 Seiten. Und es wird definitiv einen fünften Band geben, weil der Cliffhanger am Ende ganz, ganz gemein ist, ähnlich wie nach dem dritten. Und ich weiß aber nicht, ob dann die Reihe weitergeht oder nicht. Ich konnte da keine Infos finden, ob der fünfte dann der Finale sein wird. Dem Eindruck nach dem vierten würde ich sagen, wir steuern aufs Finale zu. Aber das kann man ja jederzeit auch nochmal verändern. Und zu Beginn waren, glaube ich, schon die ersten drei Teile da, als wir im Grunde auch mit Teil 1 angefangen haben. Dementsprechend gingen die Teile relativ schnell. Ich blende euch unten auch mal in die Infobox meine Rezension zum ersten Teil ein, weil man dann einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und wie so am Anfang, ne, man über die Buchreihe gedacht hat. Und da war eben eigentlich noch klar, es wird eine Trilogie, aber es sind jetzt eben fünf Bände. Und es gibt den fünften, aber aktuell, soweit ich es gesehen habe, im Englischen noch nicht. Ja, über den vierten Band was zu erzählen bzw. über Handlung ist natürlich sehr, sehr schwer. Dementsprechend einfach so ein bisschen allgemein, was ist diese Reihe? Wie man am wunderschönen Cover schon sehen kann, geht es hier um Drachen. Denn wir sind in einer Welt, in der es natürlich Menschen gibt und es gibt eben auch eine Drachenwelt, eben Talon. Und es gibt eben ja Menschen, die sich zu Drachen verwandeln können. Also die Drachen sind eben Gestaltwandler und können sowohl in der einen wie in der anderen Welt leben. Ja, und im ersten Teil begleiten wir eben die 16-jährige Amber mit ihrem Bruder Dante in die Menschenwelt, denn sie sollen das menschliche Verhalten studieren, sie sollen leben wie Menschen. Es ist auch so eine Art Urlaub, denn es geht an einen ganz sonnigen Ort, am Strand liegend. Und die beiden sollen eben vor ihrem eigentlichen echten Eintritt in die Welt von Talon eben auch geprüft werden, was sie denn dann werden sollen in dieser Gemeinschaft. Und Amber fühlt sich da so ein bisschen nicht richtig zugeordnet. Sie fühlt sich schon immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen den Welten und kann auch mit vielen Dingen aus dieser Talon-Gemeinschaft nichts anfangen. Und sie trifft dort auf Garrett, auch einen jungen Mann, in den sie sich so ein bisschen verliebt. Allerdings hat Garrett ein Geheimnis, denn er gehört einem Orden an, der Drachen jagt. Und eigentlich ist sein Orden gerade auf der Suche nach diesen zwei Jugendlichen und das sorgt natürlich ein bisschen für Verwirrung. Zudem gibt es noch auch ein paar Rebellen, unter anderem Riley, mein Lieblingscharakter, der eben so ein bisschen der Bad Boy ist und eben gegen Talon, im Grunde gegen diese Gemeinschaft ist und auch immer mehr Drachen aus dieser Gemeinschaft herausholt, deswegen auch gejagt wird von Talon. Und in dieser Zwickmühle befindet sich nun sowohl Amber wie auch Garrett und natürlich auch Riley und auch Dante. Wir haben hier unterschiedlichste Sichten auf die Geschichte, was ich in allen Bänden immer grandios finde, dass wir so ein Gesamtbild bekommen. Und natürlich ist es nicht einfach und es löst sich ja auch gewisse Konflikte nicht im ersten Teil, dann hätten wir jetzt keine vier Teile. Diese Drachenwelt, diese Organisation, man erfährt eben
in den unterschiedlichen Teilen immer mehr. Man erfährt eben auch Dinge aus anderen Blickrichtungen. Zum Beispiel erfahren wir hier im vierten Teil sehr viel, ist das gespoilert, wenn ich sage von wem? Nein, aus Dantes Sicht. Dante erzählt uns sehr viel in der Geschichte, wie er seine Kindheit, Jugend erlebt hat, die zwar eigentlich sehr ähnlich ist zu Embers, aber die Wahrnehmung natürlich eine ganz andere ist, da er schon eher der Gesellschaft zugetan ist und nicht so kritisch ist. Und das fand ich tatsächlich hier im vierten Teil sehr, sehr gelungen. Hat mir gut gefallen, auch wenn ich kein Fan von Dante bin und von seinen Ansichten. Aber ich fand dieses, wie ist die Wahrnehmung und was wissen wir eigentlich und was sagt uns eine andere Seite dazu, das fand ich als Leser sehr spannend, interessant und hat so ein globales Bild auch irgendwie übermittelt. Und wir haben hier eben den Konflikt diesen Ordens der Drachenjagd. Wir haben hier Talon, die unbedingt versuchen möchte, ja, Ember im Grunde auf ihre Seite zu ziehen. Wir haben Riley, der eben mit auf der Flucht ist als Rebell, eben der gegen Talon kämpft. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen diese Dreiecksgeschichte zwischen Ember, Riley und Garrett und natürlich auch noch die etwas merkwürdige Beziehung zu ihrem Bruder Dante. Und ja, wie ihr merkt, sehr viel Durcheinanderpotenzial und manch einer würde denken, das ist mir ja fast zu viel. Ja, das würde ich grundsätzlich auch denken und dass Julie Kagawa es hier sehr gut gemeint hat mit den Konflikten und den Lösungen. Ich finde aber, Julie Kagawa macht das wirklich großartig. Die hat hier eine Welt erfunden, die sehr bildhaft ist, die sehr lebendig ist, die sehr modern ist, die mal andere Aspekte von Gesellschaftskritik auch hervorbringt und nicht so eine klassische Art der Dystopie, die ja Talon tatsächlich irgendwo vielleicht sein könnte. Es ist eine Gesellschaft, die anders funktioniert, die ein bisschen herrischer ist, als wir es kennen, was ja ein Teil einer Dystopie ist. Und wir haben natürlich hier Ember, die natürlich so ein bisschen diese sein soll, die im Grunde gegen das System ist. Auch wenn sie es ja theoretisch gar nicht richtig war zu Beginn, aber natürlich immer mehr daraus wird. Und es ist neben diesen typischen dystopischen Ansätzen, dieser Rebellionsgedanken, dieser Gesellschaftskritik, haben wir natürlich auch Gefühle. Wir haben Freundschaften, wir haben ein bisschen Verliebtsein, wir haben aber natürlich auch Konflikte, die einfach menschlich sind und natürlich auch bei Drachen nicht ausbleiben. Und das fand ich wirklich toll. Und ich fand im vierten Teil, also diese Geschichte geht immer chronologisch weiter. Also der dritte Teil endete ja mit einem auch etwas kleinen geheimen Cliffhanger. Der dritte Teil war für mich bisher der schwächste Teil und ich dachte schon im dritten, wie will sie denn da jetzt noch irgendwie wieder da rauskommen aus diesem Tief? Sie hat das für mich absolut im vierten Teil geschafft. Ich finde, der vierte Teil ist wieder auf einem Level mit Teil 1 und 2, die ich ja wirklich sehr gut fand, die mir gut gefallen haben. Es gibt manche Länge, das ist auch im vierten Teil so. Ich finde die persönlich nicht schlimm, aber man muss sich halt dann mal durch 30 Seiten so ein bisschen lesen, bis wieder etwas drankommt, was spannend ist. Und es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Längen. Manchmal tragen sie zu etwas bei, manchmal nicht. Hier ist es eben so ein bisschen gemischt. Ich mag hier sehr, dass im vierten Teil sehr viele Geheimnisse, die gehütet werden, so ein bisschen ans Licht kommen. Man erfährt auch Dinge, was hinter Talon steckt. Das fand ich wirklich sehr gelungen und ich war auch sehr froh, wie das einfach so ein bisschen aufgebaut war, wie uns Dinge so langsam erzählt werden und eben das Gefühl vermitteln, es geht hier eben aufs Finale zu. Und das mochte ich wirklich auch im vierten Teil wieder unglaublich gerne, denn wir sind ja so ein bisschen auf Wahrheitsfindung, wir sind mit Ember unterwegs und versuchen, ja, eigentlich das Richtige zu tun. Und man muss natürlich auch mal die andere Seite so ein bisschen beleuchten. Was wollen die eigentlich? Um dann so ein bisschen auch für sich als Leser so, ja, die Seiten ein bisschen abzustecken. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was so ein bisschen aus dieser Dreiecksgeschichte wird, was auch wirklich so hinter Talon steckt, was es mit Dante, dem Bruder, auf sich hat und wie das dann wirklich ausgehen wird. Die Spannung war unglaublich hoch im vierten Band. Es war wirklich endlich mal wieder Dinge, die mich interessiert haben, die toll gemacht waren. Ember hat sich wieder so aus ihrem Loch, das sie für mich im dritten Teil hatte, wirklich herausgeholt und hat mir wieder gut gefallen. Ich bin nicht immer der Fan von diesen Dreiecksdingen und doch der und doch der und
der Fan bin ich nicht. Ich bin froh, dass Ember es nur sehr begrenzt tut und mich da so ein bisschen in Frieden lässt. Ich kann ihre Gedankengänge tatsächlich relativ gut verstehen, was mir sehr selten gelingt bei Dreiecksgeschichten. In diesem Fall ist es aber so. Und ich fand es toll, mir hat es unglaublich gut gefallen. Es ist halt manchmal eine Spur zu ausführlich, was ich ein bisschen schade finde, weil ich das Rasantere tatsächlich von Band 1 und auch 2 einfach schöner fand. Deswegen, es ist ein gelungener vierter Band. Ich bin sehr gespannt, wo es jetzt einfach hingehen wird. Ich finde die Reihe nach wie vor wirklich sehr gelungen. Die Welt, die erfunden wurde, toll. Die Charaktere sehr tiefgründig. Die Entwicklungen finde ich wirklich gut. Und dass uns eben ja auch immer mal etwas anderes noch gezeigt wird, was ja manchen mit Fortschreiten der Bände nicht immer wieder gelingen wird. Und ich fand auch, dass jetzt der vierte Teil nicht ganz so vorhersehbar war wie der dritte und ich glaube, daher so ein bisschen an Spannung gewonnen hat. Also eine Empfehlung von mir, hat mir wirklich gut gefallen und ich freue mich sehr auf den fünften Band, auf den wir hoffentlich nicht zu lange warten müssen. Dann durfte ich das neue Buch der lieben Jackie Fellgood lesen, und zwar Auf der Suche nach Glück in New York City, welches jetzt am Freitag ganz frisch erschienen ist, und zwar bei Amazon. Nach wie vor ist Jackie Fellgood als Self-Publisherin unterwegs. Und sie hatte ja im letzten Jahr das Riesenprojekt 12 Bücher in 12 Monaten, wo ich glaube ich so mindestens 8 davon auch gelesen habe. Ich glaube ein oder zwei habe ich noch auf dem Sub. Ja, und ich glaube, 2 bin ich mir ziemlich klar, dass ich sie nicht lesen werde. Warum auch immer. Darum soll es aber gar nicht gehen. Und ich habe mich sehr gefreut, als sie mir davon erzählt hat, dass ihr neues Büchlein jetzt im November erscheint. Und so ist es dann auch passiert. Und ich durfte es jetzt im Vorab lesen, einfach auch, um es natürlich jetzt passend zum Erscheinen vorstellen zu können, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und aktuell gibt es das E-Book als Erscheinungspreis für 1,99 Euro. Also greift da auf jeden Fall zu, wenn ihr gerne E-Books liest. Dann seid ihr hier absolut richtig. Und als Taschenbuch kostet es 13 Euro. Es hat 300 Seiten und müsste gefühlt tatsächlich auch das dickste Buch von Jackie Fellgood sein. Und das ist schon mal der große, große Pluspunkt. Man merkt, dass Jackie sich hier ein bisschen Zeit genommen hat für die Geschichte. Und ein bisschen mehr Zeit als bei den anderen Büchern, die ja so in einem Monat geschrieben waren und dann auch veröffentlicht werden musste. Man merkt, dass hier sehr viel Liebe drin steckt und Detailreichtum. Aber ich greife schon vor. Aber das möchte ich dazu einfach gesagt haben. Ja, wir sind in New York City. Der Titel verrät es schon. Wir lernen die liebe Holly kennen am Tag eines Bewerbungsgespräches. Und Holly ist so ein bisschen ein Mädchen, also eine junge Frau, die gerne so ein bisschen die Welt verbessern möchte, die versucht auch immer positiv die Dinge zu sehen, wo aber das Leben nicht immer so klappt, wie sie sich im Grunde vorstellt. Sie vermisst ihre Familie, die so ein bisschen weiter weg wohnt und ist eben auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, möchte sich morgens noch einen kleinen Kaffee bei Starbucks gönnen und trifft da auf einen etwas gut aussehenden, attraktiven jungen Mann, der ihr eigentlich einredet, dass sie doch etwas viel Besseres als einen normalen schwarzen Kaffee verdient hat, dass man diesen Tag feiern muss. Und sie ist aber gerade ein bisschen knapp bei Kasse und eigentlich ist das nicht drin und er lädt sie dann auf einen Kaffee ein und merkt dann aber, dass er kein Geld einstecken hat. Um sich keine Blöße zu geben, nimmt sie ihr letztes Kleingeld sozusagen, bezahlt damit die beiden Kaffee und denkt dann eigentlich, ja, den Schnösel sozusagen sehe ich nie wieder. Doch ich glaube, schon da war ihr so ein bisschen klar, ich würde ihn vielleicht doch ganz gerne wiedersehen. Auf der anderen Seite haben wir eben diesen jungen Schnösel Rick, der in der Firma seines Vaters arbeitet, dem es dort sehr gut geht, der sehr verwöhnt ist, der halt eben einfach so der Sohn vom Chef ist, der Partys feiert und auch mal einfach irgendwie ein Ferrari bestellt und der sich aber nicht so richtig einbringt in die Firma. Und gerade an diesem Tag hat der Vater aber den Einfall, du bringst dich jetzt gefälligst mal ein, du bringst ein Projekt zu Ende und das Bewerbungsgespräch für die Assistentinnenstelle führst jetzt einfach mal du. Und wie es natürlich hier der Zufall so möchte, ist natürlich Holly eine der Bewerberinnen auf diese Assistenzstelle. Und sie bekommt den Job und muss zusammen mit Rick jetzt eben versuchen, das Projekt positiv zu beenden und verändert dabei nicht nur so ein bisschen ihre eigene Sicht auf die Dinge, sondern nimmt natürlich ein bisschen Einfluss auch auf Rick, dem das gar nicht, glaube ich, so schlecht tut, aber der natürlich nicht sehen möchte, dass das Gute in dieser Welt nicht nur mit Geld zu bezahlen ist.
Und ja, das so ein bisschen zu dieser Handlung. Es geht hier definitiv um die Lebensgeschichten der beiden, um den Moment des Treffens, des Kennenlernens und natürlich auch so ein bisschen, wie sich die Weltsichten auch einfach verändern können. Und das hat Jackie Feldgut unglaublich gut gemacht. Ich finde, dass Jackie immer sehr emotional schreiben kann, dass sie das immer mit einem gewissen Witz tut, aber dennoch auch Emotionen hervorbringt, die eben auch einfach mal Herzklopfen bei einem auslösen oder eben auch mal ein bisschen so zum Weinen bringen. So ab und an schafft sie das. Und hier hat sie es besonders gut gemacht. Ich mag die Bücher von Jackie durchgängig sehr, sehr gerne. Da war auch schon das ein oder andere Highlight dabei. Aber man spürt diesem Buch an, dass Jackie gewachsen ist, dass sie sich mehr Zeit für das Buch genommen hat, als für die anderen Bücher, dass sie mehr Wert auf Erklärungen, auf bildhafte Darstellungen gelegt hat, dass sie auch mal über Dialoge ein bisschen intensiver hineingegangen ist, dass sie tiefgründigere Charaktere gezeichnet hat, dass es nicht im Grunde ein Husch-Husch Liebesroman ist, den es ja nicht unbedingt von Jackie, aber von vielen anderen ja durchaus öfter gibt, sondern man merkt, dass sie hier wirklich versucht hat, sehr viel richtig zu machen und sie das auch gemacht hat. Sie ist absolut gewachsen, sie ist ja gefühlt auch ein bisschen erwachsen geworden und erzählt hier wirklich eine wunderbare Lebens- und Liebesgeschichte, die einen zum Lachen bringt und dann auch zum Weinen bringt und auch an mancher Stelle mit Weisheiten um sich bringt, die einen durch zum Nachdenken bringen. Und das fand ich wirklich großartig. Das hat Jackie unglaublich gut gemacht und ich mochte auch die beiden Protagonisten. Ich bin ein absoluter Fan von Holly. Ich habe die am Anfang direkt ins Herz geschlossen und ich mochte, wie sie sich verändert hat, wie sie Einfluss auf andere um sich herum gemacht hat. Ich mochte Rick, diesen Schnösel, wo man so denkt, ah ja, wieder so einer, und mal gucken, wo das hingeht. Ich mochte die Nebencharaktere, die zwar wirklich nur nebenflächlich dabei waren, aber die man trotzdem greifen konnte, man ein Bild von ihnen hatte. Ich mochte die Umgebung, dass wir in New York City sind. Das hat einfach so ein spezielles Feeling ausgemacht. Es hätte für mich tatsächlich noch ein bisschen intensiver New York City sein können, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Es war wirklich eine Lebensgeschichte, die mir unglaublich gut gefallen hat, die wirklich ein Highlight auch ist und die wirklich das beste Buch aktuell von Jackie ist. Und man einfach merkt, wenn man bei Büchern immer wieder sagt, das ist das Beste, sie hat sich hier gesteigert, das finde ich ja das, was auch einen Autor oder eben eine Autorin in diesem Fall ausmacht. Denn man lernt natürlich aus Dingen, die man vorhergehend vielleicht irgendwie nicht ganz gut gemacht hat oder für sich selbst sagt, da hätte ich vielleicht einfach nochmal dran feilen können. Und ich glaube, dass das auch als Autor, Autorin wichtig ist, dass man eben mit seinen Geschichten wächst. Und ich finde es toll, dass wir hier 300 Seiten haben, die an keinster Stelle langweilig sind. Ich habe das Buch wirklich so weggesuchtet, habe Jackie zwischendrin immer mal so eine Sprachnachricht geschickt und gerade in den 2-3 Momenten, die sehr dramatisch waren, habe ich gesagt, wie konntest du das nur tun? Und ich sitze jetzt hier und weine und nicht vor Schmerzen, sondern vor Lesegenuss. Und ja, also eine absolute Empfehlung. Wer gerne etwas fürs Herz liest in der winterlichen New York City Umgebung, der ist beim neuen Buch von Jackie Feldgut absolut richtig und wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben. Es ist wirklich eine wunderbare Geschichte, die eben auch nachhalt und die einem eben auch zum Nachdenken anregt. Und das wirklich einfach im Besonderen. Also gefällt mir unglaublich gut und ich finde auch das Cover wieder sehr, sehr gelungen. Ich mag die Cover von Jackie wirklich immer sehr gerne und auch hier merkt man so, ja, dass sie das Feeling so ein bisschen der Stadt aufnimmt und das Gefühl, was man eben hat. Und ja, einfach ganz, ganz toll. Und ein lustiger Zufall ist, dass das Buch ja am sogenannten Black Friday erschienen ist und der tatsächlich auch eine kleine Rolle in der Geschichte einnimmt. Und das fand ich wirklich einen lustigen, mehr oder weniger ja Zufall, dass das so geklappt hat bei Jackie mit der Veröffentlichung, was ich super lustig fand. Und Black Friday ist ja der Tag nach Thanksgiving und das natürlich sozusagen eine Rolle spielt und dann eben auch der Black Friday. Und das hat mir echt gut gefallen und super viel Spaß gemacht. Ja, und dann haben wir im Leseklub begonnen, die unendliche Geschichte zu lesen und sind jetzt ein bisschen was über die Hälfte. Die unendliche Geschichte ist ja ursprünglich erschienen 1974. Es gibt unterschiedlichste Ausführungen, dementsprechend natürlich auch unterschiedlichste Preise. Meine Ausgabe ist eine, ich glaube, von 95. Da habe ich sie zumindest gekauft im Juli oder geschenkt bekommen. Da steht leider nicht drin.
Es ist eine zweite Auflage, Printed in Germany 94, ist im Heine Verlag erschienen. Man sieht hier oben noch das alte Cover und man sieht, es ist schon ziemlich zerlesen. Also ja, man merkt, dass ich das des Öfteren in der Hand hatte. Ja, den Leseklub findet ihr unten natürlich in der Infobox. Wir lesen auch noch ein paar Tage dran und ich glaube, zu der Geschichte muss man auch gar nicht mehr viel erzählen. Die sollte so ziemlich jedem ein Begriff sein. Es geht hier um Bastian Balthasar Bax, der ja so ein bisschen ein dicklicher Junge ist, der gehänselt wird, dessen Mutter gestorben ist, der keinen Bezug mehr zu seinem Vater irgendwie hat und der in der Buchhandlung ja im Grunde ein Buch entdeckt, eben die unendliche Geschichte, und diese mitnimmt und ja sich auf dem Dachboden der Schule dieser Lektüre widmet und uns mitnimmt in die Geschichte nach Phantasien. Und das Buch ist genauso aufgebaut, dass wir eben einmal die Geschichte lesen, die auch Bastian liest, und dann ist farblich anders gekennzeichnet die Geschichte um Bastian, also was der Bastian als Leser sozusagen denkt, der dann das Buch liest. Also wir lesen eine Geschichte über jemanden, der eine Geschichte liest. Und das fand ich schon als Kind und Jugendliche immer unglaublich spannend und echt großartig und finde das auch heute so. Das Buch hatte mich mit den ersten 50 Seiten direkt wieder in den Bann gezogen und es gibt einfach wunderbare Dinge, an die man sich noch erinnert, auch wenn das letzte Lesen, keine Ahnung, 10, 12 Jahre her ist, was doch schon ein ganzes Stück ist, wenn man dazwischen eben auch relativ viel liest. Und man merkt Dinge, oh, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Und dann gab es aber Dinge, zum Beispiel Gedichte vom Orakel, die ja im Grunde dichtet und man manches noch mitsprechen konnte, wo man so denkt, meine Güte, so einen Unsinn hast du dir gemerkt. Ja, es ist einfach eine wunderbare Welt. Es ist ein Kinderbuch, es ist sehr schnell geschrieben, es hat aber wunderbar bildhafte, ja, Erzählstränge. Es ist wunderbar, wie wir eben ja nicht nur Phantasien entdecken, die unendliche Geschichte, sondern eben auch Bastian beim Lesen zusehen und seine Gedanken dazu hören. Und immer wenn die Turmglocke schlägt, gucke ich mal auf die Uhr und denke, ach, schon wieder eine Zeit vorbei. Ja, es ist eine wunderbare Geschichte, die nicht nur für Kinder geeignet ist. Ich muss ehrlich gestehen, mir fällt diesmal doch so manche Parallele, zum Beispiel zum Herrn der Ringe auf, wo ich so ein bisschen schmunzle und mir denke, ja, so hätte man das aus dem High-Fantasy-Epos durchaus für Kinder erzählen können. Und das hat dann Michael Ende natürlich getan. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das eher schön, weil ich so natürlich gleich noch in eine andere Welt sozusagen mit eintauchen kann. Und es sind wirklich nur so kleine Feinheiten, wie ich finde. Super schön. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage. Und ja, das Buch dann auch zu beenden. Und dann gibt es natürlich nächste Woche ein abschließendes Fazit. So auch zum nächsten Buch, wo ich auch so bei der Hälfte bin, ein Wälzer schlechthin. Es ist Sleeping Beauties von Stephen and Owen King, seinem jüngsten Sohn, soweit ich das gesehen habe. Ein Buch, das im Heine Verlag erschienen ist und jetzt im November erschienen ist. Und zwar kostet die gebundene Ausgabe 28 Euro, das E-Book kostet 20 Euro und der Audible-Preis ist ein Gutschein. Und warum ich das weiß, ja. Das Buch hat 960 Seiten, beziehungsweise war die Spielzeit 27 Stunden und ich bin in etwa so ein bisschen über der Hälfte angekommen. Und es ist wirklich ein Wälzer. Es ist mega schwer und sieht aber optisch, finde ich, einfach als Buch wunderschön aus. Im Amerikanischen ist ja auch noch das eigentliche Buch innen drin, nach dem Schutzumschlag, super schön gestaltet. Das hat man im Deutschen leider nicht übernommen. Ich finde aber unser Cover hier in Deutschland wirklich super schön und danke auch dem Heine Verlag, dass es mir als Hardcover zur Verfügung gestellt wurde. Ja, es war ja eine kleine Odyssee mit Sleeping Beauties und mir, denn es begann ja eigentlich mit dem Hörbuch, was ich mir von David Nathan vorlesen lassen wollte und es mir ja direkt am Erscheinungstag oder einen Tag später geholt habe. Ich aber ja, das habe ich letzte Woche ausführlich erklärt, ein Problem hatte, mir etwas von David Nathan vorlesen zu lassen, weil es mich zu sehr an das Hörspiel Monster 1983 erinnert hat und ich einfach ja, Christian Bale, der für mich in Monster 1983 Sheriff Cody war, nicht aus meinem Kopf bekommen habe. Und dann schon dachte, ach, dann musst du einfach warten, bis du hörst,
bis du dann das Hörbuch, also bis du die Stimme von David Nathan so aus dem Kopf irgendwie hast. Dann dachte ich, nein, du willst mit der Geschichte nicht warten, bis irgendwann mal die Fantasie wieder stimmt, holst du dir das E-Book. Und das habe ich mir dann, glaube ich, am Dienstag gekauft, weil auch meine Kingsianer-Kollegen so geschwärmt haben und ich dachte, ich will auch mitschwärmen. Und dann habe ich mir das E-Book besorgt und habe dann auch mit dem E-Book zu lesen begonnen. Und jetzt am Freitag kam tatsächlich das Hardcover vom Heine Verlag bei mir an. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es gab, glaube ich, gar kein Blogger-Kontingent. Man konnte das nicht über das Blogger-Portal irgendwie anfragen. Dennoch ist es dann darin aufgetaucht mit einer netten Nachricht und das Büchlein parallel gefühlt kam es dann auch per Post bei mir an und ich habe mich mega, mega gefreut, durch dieses Riesending jetzt dann auch in mein Regal stellen zu können, denn das ist definitiv ein Buch, das unter die Top 5 von Stephen Kings Werken bei mir fallen könnte. Es macht zumindest gerade so den Anschein und auch auf jeden Fall ein Highlight in diesem Jahr für mich werden könnte. Denn es geht in diesem Buch um ganz viel. Um das jetzt einfach mit so wenigen Worten beschreiben zu können, wird schwierig. Wir haben hier ein Szenario, dass alle Frauen im Grunde mit einem Mal einschlafen bzw. nach diesem Schlaf nicht mehr aufwachen und sie in einer Art Kokon sozusagen eingewoben sind, das sich eben um die Frauen wickelt und die Männer mehr oder weniger allein gelassen werden auf dieser Welt. Und dann natürlich allerlei Dinge passieren. Und es ist sehr atmosphärisch, es ist sehr bildhaft erzählt, es ist sehr rasant erzählt, was ich glaube, wir verdanken, dass das Owen King so ein bisschen mitgeschrieben hat. Und es ist kein klassischer Stephen King für mich. Ich finde auch nicht, dass er zu den Wurzeln oder so zurückgegangen ist. Ich finde, es ist schon ein sehr moderner Stephen King, der trotzdem das typische King-Feeling in einem ausführen lässt. Und das klingt jetzt wahrscheinlich total widerstrebend, aber für mich ist das tatsächlich so und ich mag es unglaublich gerne. Ich habe an den ersten zwei Tagen, ich glaube, so 100, 150 Seiten gelesen und hatte dann an einem Tag besondere Leselust und habe dann auch so die richtige Position gefunden, was mit E-Book ganz gut ja funktioniert. Und hatte dann in einem Schwupps 250 Seiten grob weggelesen und war einfach hin und weg. Also es ist wirklich ein Lesegenuss, es vergeht unglaublich schnell und es gibt manche Länge und diese Längen machen aber durchaus Sinn. Und das finde ich tatsächlich, kann nicht jeder Autor. Ist ein bisschen wie bei Tolkien, wo manche sagen, meine Güte, wenn er 3 Stunden über ein Blatt schreibt, dann ist das nach 10 Seiten nicht mehr spannend. Sehe ich ja ganz anders. Ich liebe es, wenn Tolkien für eine Waldbeschreibung 15 Seiten braucht. Und kann mich ja dann fallen lassen. Und so ist es eben bei Stephen King auch. Es gibt manche Länge, die bestimmt dem einen oder anderen nicht gefällt, aber ich wirklich großartig finde. Mich stört tatsächlich manchmal die deutsche Grammatik in dem Buch. Ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen komisch, aber ich finde, dass es manchmal nicht wie echtes Deutsch klingt. Und ich mich frage, warum manche Sätze so komisch geschrieben sind. Und das liegt natürlich an der deutschen Übersetzung. Ich weiß nicht, ob es jemand anderen auch mal aufgefallen ist. Nicht grundsätzlich durchgängig, aber so manchmal denke ich mir, der Satz klingt irgendwie komisch. Und wo man aber so innehält und nochmal liest und denkt, liegt natürlich an der Übersetzung. Man müsste es wahrscheinlich einfach im Original lesen, um das Gefühl dann nicht zu haben. Aber ich traue mir tatsächlich nicht zu, einen Stephen King auf Englisch zu lesen. Also, ja, vielleicht so Novellen oder so, das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber so einen Wälzer dann tatsächlich nicht. Ja, so bin ich zu gefühlt allen 3 Büchern gekommen, in jeglicher Art. Ich habe sozusagen die Dreieinigkeit festgemacht und danke wirklich dem Heine Verlag, dass ich das Buch jetzt mit diesem wunderschönen Cover mir auch ins Regal stellen kann. Und mein finales Fazit gibt es dann natürlich in der nächsten Woche. Ja, weil ich bin jetzt natürlich nur zur Hälfte durch. Es könnte ja noch eine Wendung nehmen, die ich nicht mag. Kann man ja nicht wissen. Ich hoffe nicht und ich glaube es nicht. Aber ich möchte natürlich das finale Fazit dann erst in der nächsten Woche abgeben. So, das war es soweit mit den Büchern dieser Woche. Und ich hatte natürlich ein bisschen Zeit
durch das Kranksein auch für ein Fernsehen, beziehungsweise ich gucke ja sehr selten Fernsehen, dann natürlich eher für Serien und auch Filme. Und so habe ich diese Woche die erste Staffel von Sex and the City gegeben, einer Serie, die ich immer wieder gerne gucke. So einmal im Jahr kann man die wunderbar durchsuchten. Und hat mir wieder super, super viel Spaß gemacht. Ich mag die ursprünglichen ersten 2, 3 Staffeln tatsächlich am meisten, weil es für mich da wirklich nur so ein bisschen um den eigentlichen Kern der Story geht, der hinten nach immer ein bisschen verloren geht und dann eher zu so einer extremen Liebesdingelei sozusagen wird. Hat mir viel Spaß gebracht. Ist natürlich eine Serie, die man einfach zwischendurch immer wieder angucken kann. Und dann habe ich auf Sky entdeckt. Meine Eltern haben ja Sky und ich nutze hier Sky Go. Und da habe ich Eat, Pray, Love entdeckt, dass das jetzt irgendwie aktuell immer mal auf Sky gezeigt wird. Und das ist ja ein Buch von Elizabeth Gilbert, also Liz Gilbert, die im Grunde dann gezeigt wird von Julia Roberts, die spielt sie ja. Und das ist ja ein Tatsachenroman, würde ich es nennen. Also es ist ja die Geschichte, wie Liz Gilbert so ein bisschen zu sich selbst gefunden hat, indem sie zum Essen nach Italien fährt, zum Beten nach Indien und dann zum Lieben nach Bali, wenn man so möchte. Und sie uns so ihre Lebensgeschichte erzählt. Und ich mochte damals das Buch unglaublich gerne. Habe ich, glaube ich, auch schon 3-mal gelesen und ist immer was mich so ein bisschen zu mich selbst finden lässt, was ich immer mal brauche, ähnlich wie ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, was eben so ein bisschen dazu führt, dass man die Sicht der Dinge wieder ein bisschen richtig stellt. Und ich finde auch den Film gelungen. Ich finde ihn jetzt nicht überragend gut, weil ich finde, dass wichtige Stellen auch ein bisschen weggelassen wurden, die so zur Entwicklung beigetragen haben. Ich finde, dass man sich unglaublich lange in Italien aufhält und dann Indien so ein bisschen sehr kurz macht und auch Bali. Es wirkt von der Charakterentwicklung im Grunde sehr, sehr schnell und man hat nicht direkt so diese Momente wie im Buch, die so ausschlaggebend dafür sind, dass sich hier was im Denken von ihr getan hat, was ich schade finde, weil das hätte man, glaube ich, durchaus in dem Film auch rüberbringen können. Aber man wollte natürlich die schönen Dinge des Lebens zeigen. Und ich finde, Julia Roberts macht das aber großartig. Die gefällt mir ja in den vielen Filmen, in den meisten Filmen wirklich unglaublich gut. Und so auch in diesem. Und ja, der Film hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und man merkt halt, im deutschen Fernsehen läuft tatsächlich sehr, sehr wenig, was irgendwie ein bisschen schön ist, anspruchsvoll ist, was nicht irgendwie Köln 50 irgendwas ist, wo man sich denkt, okay, so nach 5 Minuten, was wollen die eigentlich von mir? Gibt's einiges. Und das habe ich diese Woche mir angeguckt. Es lief auch das Prominenten-Special von Wer wird Millionär, eine Sendung, die ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne gucke und da im Grunde dann auch so ein bisschen die Zeit natürlich nutzen konnte. Neben dessen war ich natürlich viel spazieren. Ich war wirklich viel draußen, wenn es das Wetter, ja, ich weiß, es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung, aber bei Regen und Sturm renne ich tatsächlich sehr ungern freiwillig durch die Welt. Und dementsprechend habe ich natürlich immer das Wetter genutzt, wenn es zumindest trocken war, und bin dann meine Runden hier um den See gegangen und das tat mir wirklich gut. Ich habe auch meine ganzen Übungen hier versucht immer wieder zu machen und man ist natürlich schon mit Pflege ein bisschen beschäftigt und nicht immer mit, ich kann hier rumlümmeln und man versucht ja trotzdem auch gesund zu werden, dass es einem dabei gut geht. Und das war so meine Woche. Ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach übers Wochenende so bleibt, wie es ist. Dass es mir am Montag wieder gut geht und ich wirklich auch wieder in die Arbeit kann. Weil es sind jetzt natürlich wirklich auch einige Dinge in den letzten 2 Wochen liegen geblieben. Auch an Terminen, die jetzt natürlich so nachgeholt werden müssen. Und es sind halt nur noch 4 Wochen bis Weihnachten. Und zwischen Weihnachten und Silvester wird nicht so viel passieren. Dementsprechend wird es jetzt so Zeit, die Dinge zu erledigen. Und auch noch so ein paar Weihnachtsgeschenke zu kaufen, die auch ein bisschen kurz kamen. In den letzten 2 Wochen war ich halt wirklich nicht zum Spaß irgendwo draußen einkaufen war, sondern wirklich nur so Brot und allerlei Dinge, die man braucht, zum Essen gekauft habe. Und natürlich sonst spaßige Besuchungen. Man hat da auch gar keine Lust für, das muss man ehrlich sagen. Natürlich surft man auf der Couch ein bisschen auf Amazon oder irgendwie, aber ja,
ja, es macht einen auch glücklich und braucht man auch, gerade in dieser Black Week, wo ja zum Beispiel einiges auch bei Duft und Raum von Yankee Candle im Angebot war oder ich jetzt auch das ein oder andere Yankee Candle Glas ertauscht habe, was ich auch sehr cool fand, aber das, ja, ist halt nicht so, wie wenn man einfach draußen durch die Altstadt laufen kann und da eben Dinge entdeckt, finde zumindest ich. Und ja, das soweit zu meiner Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser. Vielleicht habt ihr ja auch schon das ein oder andere Buch davon gelesen oder habt Serien, Filmtipps, die es irgendwie auf Netflix oder Sky gibt. Würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Und ja, zwei Bücher, die ich jetzt diese Woche noch lese, habt ihr jetzt schon gesehen. Mal gucken. Ja, was die anderen sind, sie liegen hier schon in Blickweite, die ich eben auch schon angefangen habe. Ihr könnt das auch immer mal auf Lovely Books sehen. Das ist unten auch in der Infobox mein Account. Da versuche ich immer so ein bisschen aktuell die Bücher, die ich lese und die an der Wunschliste und so sind, aktuell zu halten. Und da könnt ihr auch gerne mal gucken, was ich gerade so lese. Und ihr findet natürlich auch den Leseklub unten in der Infobox. Und ja, jetzt glaube ich, habe ich genug erzählt, was in der Infobox zu finden. Es ist immer ganz wichtig, da mal reinzugucken. Und ja, hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß. Wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.